Yo, Leute, willkommen zu meinem neuen Let's Play, und zwar, wie schon angekündigt, Oblivion. Ich mach die Musik mal ein bisschen leiser. Achso, das ist eh nur die Musik. Ja, Oblivion, genau, und ich würde sagen, wir machen ein neues Spiel. Ich habe vorhin nur mal, weil das ist mein erstes Mal auf dem PC, dass ich spiele, Oblivion, sonst habe ich immer auf der PS3 gezockt. Ich werde jetzt, ja, da habe ich halt ein bisschen angetestet. Bitte entschuldigt, wenn ich noch ein paar Fehler mache. Aber wir machen jetzt ein neues Spiel. Ladebildschirm. Ist das nicht total spannend? Ich wurde vor 87 Jahren geboren. 65 Jahre lang habe ich als Kaiser von Tamriel regiert. Doch all diese Jahre war ich nie Herr über meine eigenen Träume. Ich habe die Tore von Oblivion gesehen, hinter die kein lebendes Auge zu blicken vermag. Ich sehe es. In der Dunkelheit wird das Land von einem Unheil überzogen. Ist der 27. der letzten Saat im Jahr 433 von Akkadosh. Dies sind die letzten Tage des dritten Zeitalters und die letzten Stunden meines Lebens. Ja, ich weiß. Da sieht man jetzt hier so die coolen, das fette Kaiserreich mit den coolen Häusern. Und wo sind wir? Nicht in den Villen, nein, wir sind im Knast. Das war sowas von klar. Das kann auch nur uns passieren. Okay, wir sind ein Mann. Nein. So. Ja, und ich, da ich ja den Storyteil mache, brauche ich einen starken Krieger. Und dafür würde sich entweder der Nord gut eignen. Das ist also ein ganz normaler Typ, halt aus dem Norden. Glaube ich. Dann der Ork. Kennen ja die meisten eh aus Herr der Ringe. Und der Rotwardone, wenn man den so ausspricht. Und ja, ich habe mich für den Ork entschieden. Weil ich noch nie einen Ork gespielt habe und ich habe so richtig Bock, mit Äxten einfach reinzuhauen. Außerdem sind Orks cool. Das sollte schon Begründung genug sein. Wie nennen wir uns denn? Also, das Lustige in Oblivion sind, die heißen alle irgendwie so Grokonash oder sowas, sowas richtig Lustiges. Pokémon nicht. Crash. Ich weiß, das klingt total beschissen. Aber was soll's. Wir müssen eben ein Ork, wir müssen uns eben anpassen, ne? Das Gesicht sieht eigentlich ganz gut aus, oder nicht? Ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, Orks sind immer hässlich. Von dem her.
Was nehmen wir denn für Haare? Nee. Okay, langsam wird's eklig. Zopf. Kriegszöpfe. Der Zopf. Ist der gut? Nee. Warum hat er immer so hässliche Frisuren? Ich glaube, ich nehme das Stirnband. Ich meine, er hat da hinten hier dann eine fette Matte, aber was soll's. Haarfarbe dunkelbraun. Grau. Grau-schwarz, schwarz, hellblond, rosenblond, hellbraun. Geht's noch? Aber auch mal hellbraun. Alter, ja, so alt sind wir auch noch nicht, ja. Machen wir uns mal hier so ein bisschen jugendlicher, ne? Denn unsere Haut ist total im Arsch. Hier, so ist unsere Haut ist auch noch fit. Ja. Panko Crash. Okay. Das ist unser Ork. Dann fangen wir mal an. Ja. Ihr seid vielleicht hässlich, aber naja, alle Orks sind hässlich. Die abstoßendste Rasse in ganz Tamriel, wenn man das genau nimmt. Ihr habt ja wenigstens gewaltige Kraft, nicht? Muss ja toll sein, jemanden einfach so in Stücke zu reißen, wie ein Monster. Oh, ihr müsst der eine Schwächling unter den Orks sein, hm? Von kaiserlichen gefangen genommen, halt. Erbärmlich. Ihr werdet hier drinnen sterben, Ork, wie ein Tier im Käfig. Hey, hört ihr das? Die Wachen kommen, um euch zu holen. Ja, fick dich, du Wichser. Nein, sie sind tot. Ich weiß es. Meine Aufgabe ist es jetzt, euch in Sicherheit zu bringen. Was macht dieser Gefangene hier? Die Zelle ist eigentlich tabu. Das übliche Durcheinander bei der Wache, ich. Nun denn, öffnet das Tor. Zurück, Gefangener. Wir werden dich töten. Nee. Hier da, Gefangener. Tritt zur Seite. Bin ich doch. Bleib aus dem Weg und dir passiert nichts. Es scheint uns niemand. Bleib, wo du bist, Gefangener. Ja. Wir sind noch nicht aus der Sache heraus. Ihr. Ich habe euch schon einmal gesehen. Lasst mich euer Gesicht sehen. Ihr seid derjenige aus meinen Träumen. Die Sterne hatten recht. Heute ist der Tag. Götter, verleihen mir Kraft. Ja, ich träume auch immer von nackten Orks. Ja, das ist schon geil. Meine Söhne wurden von Mördern angegriffen. Und ich bin der Nächste. Meine Klingen führen mich auf einem geheimen Fluchtweg aus der Stadt. Zufälligerweise führt dieser Fluchtweg durch eure Zelle. Zufällig. warum bin ich überhaupt im Gefängnis? Vielleicht haben euch die Götter hierher gebracht, damit wir uns treffen. Eure Taten, sie spielen keine Rolle. Denn man wird sich nicht ihretwegen an euch erinnern. Wer seid ihr überhaupt? Ich bin euer Kaiser Uriel Septim. Oh. Durch die Gnade der Götter diene ich Tamriel als Herrscher. Ihr seid ein Bürger Tamriels. Und auch ihr sollt ihr auf eure eigene Weise dienen. Ja, schon verplant, nicht mal zu wissen, dass es mein Kaiser ist. Ich gehe meinen eigenen Weg. Wie wir alle. Aber wie soll ein Weg geändert werden, dessen Ende die allmächtigen Götter vorbestimmt haben? Geht's noch tiefgründiger? Ich kann mich nicht bewegen. Als wäre heute euer Glückstag. Kommt uns nicht in die Quere. Ja, mach ich nicht. Wir sehen uns noch, du Penner. Wir sehen uns noch da hinten. So, dann gehen wir mal runter. Folgen wir denen mal. Wir stalken sie nämlich jetzt mal ein bisschen. Verhaltet euch ruhig und macht den Weg frei. Ja. Cool. Jetzt gibt's ein bisschen. Da! Auf geht's! Schlamm catchen! Oh Gott!
Ich grab mir mal bitte dein Schwert und deine Fackel nehme ich auch mit. Und von dir nehme ich die Rüstung. Und jetzt habe ich nicht mehr diese ätzende Kackkleidung hier. Ich bin jetzt total cool und habe jetzt auch ein Schwert. Wie kann ich die Dinger eigentlich... Oh, mit PC ist das ein bisschen... Ich muss mich erst dran gewöhnen. Ich weiß nicht, wie man die Teile hier abwirft. Egal. Och Mann! Renault. Aber wir müssen weiter. Die hat also, ach so, das ist er. Ah ne. Hier nur auf uns warten. Ich weiß nicht, aber zum Umkehren ist jetzt zu spät. Seid unbesorgt, Herr. Wir werden euch hier herausbringen. Alright. Wir sind nicht die Ersten, die Klingen unterschätzen. Ich passe auf. Bewegung. Ihr bleibt, wo ihr seid, Gefangener. Jawohl. Nicht uns zu folgen. Tue ich nicht. Okay, also am Anfang kann ich noch nicht so viel reden, weil die da ziemlich viel reden. Von dem her. Ratte! Komm her. Boom! Ja, wenn ich die mal nicht verarscht habe, dann weiß ich auch nicht. Cool, eine rostige. Ah ne, da finde ich nachher eine bessere. Nehmen wir mal das Schild. Hier ist ein Bogen, aber drück Tab, um das Journal zu öffnen. Ja. Oh, jetzt habe ich den Bogen aufgenommen, ich Idiot. Nein. Es wird immer schlimmer. So. Oh Gott, auf PC. Ha, geschafft. Nee. Ich benutze eh keinen Bogen, weil ich eh Ork bin. Ich benutze später eh Äxte und hier liegt eine Goblin-Leiche. Na, das ist doch schön zu wissen, dass da Goblins drin sind. Und die Goblins haben meistens immer Dietriche bei sich. Das ist eigentlich ganz cool. Okay. Dann üben wir jetzt mal einen Zauber aus, wie es uns befohlen wird. Und zwar den ganz einfachen Feuerball. Gehen wir zu der Ratte. Ja, die Ratte war einmal. Und hier unten ist nochmal eine Ratte. Beziehungsweise da war eine Ratte. Und hier ist noch eine Ratte. Und da ist ein Zombie. Und ich warte jetzt bis hier... Oh Gott. Ja, das ist behindert. Die Zombies sind richtig kacke. Verpiss dich. Ja, die Zombies, also die werden später, habe ich so das Gefühl, immer stärker. Ist ja auch klar. Je mehr Level wir aufsteigen, desto stärker werden die Zombies. Beziehungsweise alle Monster, nicht nur die Zombies. Ja, und später werden die zu richtigen Problemen. Das sind eigentlich so meine Hassmonster, die Zombies. Hier ist noch eine Ratte. So. Dann mache ich hier noch ein bisschen Magic. So, hier ist ein Eisenschild und hier ist der Hammer, den ich meinte. So. Genau. Ratten. Überall nur Ratten. Aha, was ist dann hier? Keine Pornos. Oh Gott. Ich hab Angst, eine Ratte. Haha. Ja, genau. Mein Ork hat jetzt erstmal... Oh, Bier? Mein Ork hat jetzt erstmal einen fetten Schrei abgelassen. So ungefähr. Was ist hier? Eine Schatztruhe. Cool. Oh, hier ist ein Rubin. Komm. Little Kid, verpiss dich. Ja, ist ja gut. Machen wir hier Pause. Erster Part aufgenommen.
glaube ich, jetzt. Ja, machen wir mal hier Pause. Und wir sehen uns im nächsten Teil von Oblivion. Ciao.